Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Attack of the B-Team. Meine zwei Kollegen sind wieder am Start. Wer sagt, dass wir Kollegen sind? Ich. Ich also werde von okay. dir doch. Also ich bin ganz auf Caesars Seite. Ich werde von euch doch nur vergewaltigt, dass ich bei euch im Let's Play mitmache, weil ich so behindert bin. Das ist der Top-Grund. Ist auch bei Einstellungsgesprächen cool. Ja, wir nehmen sie. Warum denn? Ja, weil sie so behindert sind. Alter. Ich fahre mit meinem kleinen Bötchen. Ich bin ja gerade im Schneckentempo nach Hause. Der Tornado ist ja richtig weit noch reingegangen. Der ist heftig gegangen. Der ist erst hinten bei dem Wasser dann verschwunden. Ja. So, Dani, wo bist du denn? Ich bin jetzt bei unserem Haus. Ich habe gerade nur die Tornadoschleuse abgeflogen, weil die ist ja also so extremst lang. Dann fliege ich da auch mal ein Stück, dann müsste ich dich ja genau treffen. Da ist irgendwas in der Luft, da bist du. Sehr schöne Sache. Ich glaube, ich muss das Drachenei, was ich habe, auch mal ausbrüten lassen. Können die verschiedene Farben annehmen oder sehen die immer so aus? Nein, oh nein, ich crash jetzt. Du kannst sie an verschiedenen Orten wachsen lassen. Also ganz hoch ist der Himmelsdrache, ganz tief ist der Geistdrache. Du musst natürlich auch eine Schleise machen, dass du da wieder rauskommst. Okay. In den Tropen gibt es noch einen Tropendrachen. Der normale Drache, der kommt auf normalen Ebenen. Feuerdrache gibt es, wenn du einen Lavakreis um das Ei herum machst, in einem 2-Blöcke-Abstand. Wasserdrache was genauso, bloß mit Wasser. Und sau cool. Relativ viele, das sind jetzt alle, die ich so weiß. Leute, okay. Es ist was Blödes passiert. Du hast selbst. Die Tiere, die da drinnen waren, bei dem Dings, bei dem alten Feld, die sind ausbrochen. Blöd. Müssen wir neue fangen. Bist du bei deinem Boot? Cäsar. Ja, das ist bei dem alten Feld im Wasser, da ist das Boot. Nee, ich bin bei dem Boot, aber du bist nicht bei dem Boot. Wahrscheinlich platziere ich meinen Drachen nicht neben dem Netherportal. Ja, tu dich mal entmorphen. Warum heißt denn das Ding eigentlich Helm? Müsste doch eigentlich Steuerrad oder sowas heißen. Naja, wir lenken einfach mit einem Helm. Das hört sich seems legit. Warte mal, wo seid ihr? Beim Helm. Hat er auch Sitze gemacht, dass man mitfliegen fahren kann? Es sind Sitze, aber ich kann sie nicht verwenden. Du musst das auf dem Helm drücken, wenn er losgefahren ist. Drück auf den Helm. Ah, okay. Ich bin drinnen. Kann ich jetzt fahren? Ich kann fahren. Ja. Das ist ja cool. Geh mal da weg, ich bin unter dem Schiff. Ah. Ich kann dich ja sogar hier verprügeln. Mit L-Shift. Left Shift, okay. Aber du bist aufgelaufen, deswegen kommst du hier nicht weg. Ja. Bin ich da durchgeflitscht? Warum fliegt das Boot? Weil ich da drin sitze und mach mal Rechtsklick drauf. Mach mal Rechtsklick drauf. Los. Warte, ich muss erst zu Fledermausi werden, sonst komme ich da nicht hin. Bad. Voll das fliegende Boot, ey. Ich kann auch noch nicht jetzt Rechtsklick drauf. Ich bin drauf. So, hallo. Und jetzt drück F5 oder so. F5? Und Terra so. Kommt auch noch rein, aber dann sitzt er da, wo ich sitze. Wacht mal. Das ist ein Flugboot, ist das so beabsichtigt? Jetzt bin ich aus dem Boot rausgeflogen. Nein, bist du nicht. Das buggt nur, wenn der Server nicht so viel Leistung hat. Also ich bin jetzt bin ich aufgelaufen. Ich denke nicht, dass das Terra so ist. Aufläufer. Was ist denn da hier unter? Wieso bin ich jetzt plötzlich wieder im Boot? Alter, du bist ja mal voll in die Botanik geprescht mit dem Ding. Kann ich hier noch aussteigen? Wacht mal, bei mir klappt's fliegen gerade nicht. Ja. Also ich kann aussteigen, aber der sagt mir, dass ich es nicht hier stehen lassen darf. Also ich finde es einwandfrei geparkt. Es wächst zwar Gras durch und glitscht ein bisschen Gras noch so durch. Echt, wo ist das? Und ich kann nicht einsteigen. Warum hat das Ding eigentlich hinten den Cobblestone-Dingens dran? Ich fand es als schönen Auspuff. This dragon doesn't follow your commands. Verdammt, ich kann nicht seinen Drachen klauen. Menno. Aber ich find's doof, dass er mir folgt. Ich brauche noch einen Knochen. Ich hab 5 dabei. Oh ja, gib mir mal.
Alter, wohin hat er mein Boot gecrashed? Kommst du? Der steht wieder auf dem Wasser mittlerweile. Hier, bleib stehen. Echt? Da, rechts von dir. Ein bisschen weiter Warte. links, jetzt hast du sie. Was machst du denn da? Und mit den Knochen kannst du ihm sagen, dass er irgendwo hocken bleiben soll, oder wie? Ja, hier, guck. Cool. Halt, ich komm zurück. Ja, da muss ich mir mal. Ups. Ich glaube, ich will den Feuerdrachen haben, der ist cool. Also eigentlich so, funktioniert es hier mit Rechtsklick mit dem Knochen, glaube ich jedenfalls. Hey, wo seid ihr denn gerade mit meinem Auf jeden Fall Boot? kann man ihn nicht anleinen. Wenn du südlich gehst vom. Und der kriegt keinen Fallschaden. Und wenn du ihn Wo tötest, bist wirst du du? zu einem Schwein. Okay. Ich Bist bin du bei dem gerade. Feld? Wacht. Ja. Siehst du mich? Ich fliege über dem Feld. Also bei dem alten Feld. Wacht mal. Wo dein Boot Ja, ursprünglich war. natürlich. Wie krieg ich dich zum Sitzen? Sitz, Drachilein, sitz. Kriegst auch einen Fisch. Probier's halt mal mit Fisch. Ja, Nee, wacht mit Fisch mal. kann ich ihn heilen. Ich müsste. Also, ich bin jetzt am Feld. So. Aber wenn das so ist wie bei den. Also ich fliege über dem Feld, siehst du mich? Ich sehe Ja, dich. ich sehe dich. Okay, Ich dann sehe folge dich. mir. Ich bin. Ach, Gott Von sei hier aus Dank. siehst du es schon. Oh, da. Da hast du es. Mit den Knochen ist es ja auch so. Ach nee, warte mal, die Hunde heilen sich mit Fleisch. Stimmt. Das sind auch zwei verschiedene. Auf jeden Fall, wenn ich mich von dem Also. Drachen entferne, setzt er sich automatisch hin. Das Problem ist bloß, dass er sich zu mir teleportiert. Als und Cäsar, komm mal her. Oh, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Moment. Aber Okay, ansonsten ist er doch ein richtig cooles Haustier. das ist allerdings so. Hätte ich auch gern für daheim. Ich glaube bloß, dass die Futterkosten ein bisschen hoch sind. Und Hundesteuer für Drache ist, glaube ich, auch recht Wisst ihr, hoch. wie dieser Drache aus diesem Film Drachenzähmen leicht gemacht hieß? Nein. Aber kennt ihr den Film? Nein. Ich glaube, der hieß ohne bla bla. Ich bin jetzt beim Bootherrer. Was du wolle? Also ich habe den Drachen jetzt etwas weiter her Wacht weg mal. platziert, damit Hallo. er nicht so sehr stört, okay? Ja, Anleinen kann man die also übrigens ne, nicht mehr, hopp, nachdem die gezähmt drück sind. einfach mal kurz Okay. Rechtsklick auf den Helm und mach nichts. Okay. Fuck, wacht, ich muss kurz Fledermaus. Fledermaus Mode. Muss mich mit der 5 ein bisschen umschalten, sonst sehe ich hier nämlich nichts. Macht mal. Eigentlich müsste. Fuck, ich bin unter dem Boot kurz jetzt. Bist du da? Ja. Ich sehe dich, ich kann dich überfahren. Alter, wenn der das macht. Ich muss kurz an Land, dass ich mal richtig fliegen kann. Ja, was macht er denn? Was willst du denn? Ich will richtig fliegen, weil im Wasser geht es irgendwie nicht so gut. Dann kommt ein Baby-Zombie auf mein Boot zu. Kann man das Boot mit Kanonen bestücken? Keine Ahnung. Nee, kann man nicht. Schade. Man kann aber ein Luftschiff bauen. Das Kann man geht. das mit Kanonen bestücken? Nein. Nein. Kann man denn irgendwas mit Kanonen bestücken? Nein. Menno. Liebe Mod-Ersteller, baut doch mal einen Mod, mit dem ich alles Mögliche mit Kanonen bestücken kann. Es gibt Cäsar. Danke, im LG. Flensmod gibt es eigentlich standardmäßig ein Flugzeug, was vorne dran Pistolen hat und ein Okay. anderes Flugzeug, was Bomben abwerfen kann. Bloß die sind in diesem Modpack nicht enthalten. Oh Mann, Pazifist im Modpack oder was? Unglaublich. Sag mal, Marco, was Jetzt. machst du denn eigentlich? Nix, du kannst ruhig anfangen mit deinem Dings. Also, du Also, dass kannst er ruhig nichts macht, umfangen. ist mir schon aufgefallen. Ja, ich warte Kannst bloß ruhig auf Marco, umfangen. weil der irgendwie gemeint hat, er will irgendwas machen, ist er baut der Scheiße ins Jetzt Wasser. nimm. Jetzt nimm. Die Dinge werden ja relativ schnell auf die Dauer. Cool. Und mit den Ah ja, ich Luftschiffen. habe übrigens Kaktusse geholt und jetzt haben wir auch Kaktusse. Okay, bremsen mit dem Boot ist nicht mehr so einfach.
stell's mal wieder dahin, wo es ursprünglich war, in etwa. Ja. So, parken, parken, parken. Einwandfrei. Left Shift draußen und weggeflogen. Wie viele Minuten sind wir? 10 Minuten und meine Meerschweinchen spielen da drin gerade Krieg. Wieso ist das denn mit der Zeit so wichtig? Weil er vielleicht ins Bettchen muss. Nö. Nicht? Ich frag nur. Hab keinen Bock mehr. Willst du heute noch auf Disse gehen oder was? Wie das? Keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr gibt's ja nicht. Wir machen das nicht zum Vergnügen, Junge. Mann. Beim Zocken auch noch Spaß haben oder was? Sind auf YouTube, du musst Hater-Kommentare über dich ergehen lassen, ganz einfach. Diese Jugend heutzutage. Eben. Dani, du bist gerade 2 Jahre älter als ich, Kappen weiß. Hingehängt. Unglaublich. Ach, aber was ich mal loswerden wollte, es heißt doch eigentlich immer, boah, die deutsche YouTube-Community, oh, so, ah, scheiße, bla. Das kann ich sowas von überhaupt gar nicht bestätigen. Also mit denen ich zu tun hatte. Ah, ja. Auf jeden Fall, diese ganzen Personen waren eigentlich sehr zuvorkommend und freundlich. Und das Lustige ist, wenn ich saudämliche Kommentare kriege oder unkommentiert irgendwelche Daumen nach unten, sind die nie aus Deutschland, sondern aus Spanien, Indien, Saudi-Arabien, sonst irgendwas. Aber von der deutschen YouTube-Community muss ich echt sagen, Leute, es macht Spaß mit euch, absolut. Kann ich mich nach unten bekommen? Ja, in einigen Videos schon. War jetzt die letzten Wochen gehäuft. Und wie gesagt, lauter Leute aus Indien und keine Ahnung, wo die alle herkamen, aber ich nehme mal nicht an, dass die der deutschen Sprache mächtig waren. Ich hoffe jetzt nicht, dass das deine ganzen Aufrufe sind. Nö, die allermeisten Aufrufe kommen aus Deutschland. Ja, natürlich kommst du aus Deutschland, du Dödel. Ey, was ist denn? Willst du Stänkern? Ich hetz dir meine indische Fan-Community auf den Hals. Moment, die das liken mich ja. Okay, dann eben nicht. Nee, aber was viele sagen, dass man so Hate-Kommentare bekommt oder irgend sowas, hatte ich noch überhaupt gar kein bisschen. Ich will das nicht beschwören, dass es irgendwann kommen sollte, aber bisher bin ich äußerst zufrieden, wie das Ganze läuft. Weil es soll dir Spaß machen und nicht aggressiv. Alter, kann ich nicht mehr fliegen oder was? Kriegst du es nicht mehr hin oder was? Mit Leertaste? Ja. Ich habe vergessen, dass manchmal die Items, die man unter Wasser abbaut, dann über Wasser auftauchen. Das hat mich gerade total verwirrt, wo jetzt der ganze Clay hin ist. So. Clay brauche ich für Smeltery. Okay, wie viel Papier kann ich denn jetzt herstellen? Ah, Junge. Sorry. Nee. Okay, so geht nicht Papier, geht so Papier? So geht Papier. 21. Wo haben wir Leder? Wir haben doch Leder, oder? Ja, ich habe 24 Leder gefunden. Sehr schön. Oh, komm her. Ich kann endlich wieder fliegen. Er kann jetzt endlich wieder fliegen. Er kann mal. Ich kann endlich wieder fliegen. Ich kann endlich wieder fliegen. Also ich fand meine Performance besser. Ich wieder. Voll die zwei Dieben hier, die dissen sich jetzt. Ey, deine Performance, es geht gar nicht. Oh, jetzt eigentlich 2 Bögen dabei. Meine Lehrerin sagt. Damit ich dich abschießen kann. Meine Lehrerin sagt, ich soll in den Chor gehen, weil ich so eine schöne Stimme habe. So eine Stimme? Chor. So eine schöne Stimme habe ich, dass ich in den Chor gehen muss. Muss? Du bist gezwungen, aber nicht hast du reingeprügelt. Ich soll halt. Ja, so eine schöne Stimme habe ich. Unglaublich schöne Stimme. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, ehrlich. Das war doch klar, dass er. Hör dir mal einen Gesang von mir an, Brudi. Ach, kann mal jemand rauskommen? So viele Monster. Ja, dann komm du halt rein. Hier sind keine. Ja, kann ich ja nicht. Tür ist offen, komm. Def! Flieg rein, ich mach Hup zu hinter dir. Ein Zombie, nicht du. Geh weg. Alter, fuck.
kenne ich sie halt. Erst rumjammern, dass Zombies da sind und so weiter und dann nicht reinkommen, wenn man ihnen die Sicherheit hier anbietet. Unserer tollen Behausung. Da kommt es jetzt oder kommt es jetzt nicht? Ah, da kommt er. Ich bin da. Ich da. So, ich habe mittlerweile 3 Bücherregale. Stellen wir das Enchantment-Gedöns dann eigentlich in die neue Behausung oder in diese Behausung? Ich würde sagen, in die neue. Ja. Weil die Bücherregale kann man ja nicht abbauen, ohne dass da alles futsch geht. Dann können wir uns auch endlich mal anstrengen, irgendwie den ganzen Scheiß, den wir haben, zu sortieren. Zumindest mal grob. Dani, hast du noch Clay für mich? Nein, habe ich alles verbraucht. Leute, okay. Wisst ihr was? Die Zeit sagt, dass wir die 15 Minuten schon wieder mal gut geknackt haben. Nö. Kommst du noch mal vorher kurz nach draußen? Bin mal vorher noch kurz beim Zombie draußen. Ich will dir nämlich unbedingt was zeigen. Jupp, warte. Okay. So, komm mal kurz hier hinten zu mir. Ich bin hinter dir. Bin über dir. Ich bin die Fledermaus. Und morph dich zum Menschen. Morph dich zum Menschen. Darf ich den Fisch braten, die 24 Fische? Oh, guck mal her da. Ja oder nein? Hab ich dich gehauen? Sorry. Mach's einfach. So, ich bin ein Mensch. Okay. Und weißt du, was ich dir zeigen wollte? Du wirfst gerade irgendeinen Scheiß hoch. Du bist so ein Depp. War das eine Handgranate oder was? Ja. War das die Kokosnussbombe? Nein. Okay. Den Schock erstmal eine Pina Colada. Aber es war eine, mit der ich mich total gut auskenne. Und ich weiß, dass sie explodiert, wenn man sie nach oben wirft und... Ja, dann explodiert sie genau auf einem. Ja, dir auf den Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war. Also ich glaube, als Bundeswehranwärter bist du damit nicht so unbedingt geeignet. Hey, guck mal, was ich kann! Kann es sein, habe ich dich wirklich so hart getroffen? Naja, es war das halbe Leben weg. Ah ja, und ich wollte dir noch was... Und meine Schuhe sind kaputt wegen dir. Neue bauen. Was wollte ich mir noch zeigen? Wieder irgendwas, weshalb Rüstungsteile bei mir kaputt gehen? Nein. Oh. Geh weg! Alter, kommt der Drecksack mit der T90, ich pack's nicht. Boah, ist das Ding laut! Alter! Junge, hör auf, weißt du, wie viel du mir abgezogen hast? Weißt, jetzt gibt's aber mal was auf Schnauze. Deswegen. Ich hab bloß noch 2 Herzen gehabt. Alter! Dani, jetzt hast du mal was auf Schnauze. Gut, wir werden uns mit diesem Mod wohl in den nächsten Folgen mal ein bisschen eingehender beschäftigen, weil hier findet gerade Wettrüsten statt. Dürfte sich eine Handgranate auf den Kopf, ich pack's immer noch nicht. Egal, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Attack of the B-Team. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal. Servusla, sag schön tschüss. Los, tschüss. Geh mit der scheiß P90 weg, Junge. Tschüss. Verdammt. Ciao. Nee, Dani, nee. Nee, yes. Dani. Der hat mich tötet. Ich hab die Aufnahme noch nicht beendet. Habt ruhig Spaß. Die Tonspur läuft noch. Na toll. Jetzt sind sie schüchtern. Ciao.